Gut. Ach, wir werden immer noch verfolgt, nehme ich an. Ja, jetzt sind wir langsam raus hier. Oh, das. Nein, 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 nein. Ach, der kriegt uns hier doch wieder. Zack. Ja. Fahndungsstufe gestiegen, was? Nein. Das wäre die nächste Werkstatt gewesen. Aber die hätten wir so oder so nicht bekommen. Das ist manchmal echt ganz schön tricky, ey. Da ist der Bentley wieder. Vor allem, wenn wir uns hier irgendwo verstecken in der Fluchtphase, wie können die uns denn an der Stelle finden? Oh, musst du genau... Alter. Ja, perfekt, danke. Aber dass der Transporter genau da an der Stelle halten muss, ey. Na gut, mit dem werden wir auch nicht mehr Chancen haben. Der hier hat schon mehr Leistung, gehe ich stark von aus. So. Wie bitte? Machen wir erstmal die Modifikationen. Preisschutz. Stabilisiert den Wagen bei Kollision. Ah, das ist doch, das hört sich doch gut an. Wir haben zwar immer noch kein Nitro, aber können wir das denn irgendwo mal Rennreifen, Leichtbau, Chassis. Das können wir auch nochmal machen. Rennreifen, das ist nicht verkehrt. Das müssen wir natürlich auch Erster werden, aber das sollte ja auch nicht unmöglich sein. Da können wir auch nochmal durchfahren. Ich möchte wieder den roten Streifen eigentlich drauf haben. Aber der kommt irgendwie nicht mehr. Ja, kommen wir da durch? Jawohl. Oh, jetzt sind wir auf den Gleisen. Auch cool. Oh, wir müssen links. Nein! Ah, da kommen wir runter. Gut, perfekt. Den Transporter, da können wir wohl nicht nehmen, ne? Aber hier gibt es ja Geländewagen, die würde ich ja gerne mal nehmen. Da machen sich dann ja auch die Geländereifen bezahlt. Oh, die 260 hier durch die Stadt ist natürlich auch schon... Schon sind wir dran vorbeigefahren. Und an der nächsten Einfahrt sind wir auch fast dran vorbeigefahren. Oha. Der kriegt sich ja gar nicht mal eine Wagen hier. Die Plätze hätten wir mal umnieten sollen. So, Burnout oder was? Crush Hour. Mittel. Wer der erste Leichtbauchassis, wer der zweite Rennreifen. Okay. Leichtbauchassis ist ja gar nicht so interessant für das Auto, aber die Rennreifen. Also mindestens zweiter werden ist hier angesagt. Ich glaube, die Vorschau kennen wir auch schon, oder? Bei Crush Hour sind wir, glaube ich, auch schon gefahren. Ja, ich meine sogar in den letzten Aufnahmen sind wir das gefahren. Cool, dass wir das jetzt nochmal fahren können. Der hat sich bald selbst abgeschossen hier. Ja, okay, die Strecke sind wir auf jeden Fall schon gefahren. Schade, ich habe den nicht da reingerammt. Ja, okay, der wiegt wahrscheinlich auch dreimal so viel wie das Auto hier. Wahrscheinlich sogar fast viermal. Ich weiß ja nicht, was der hier wiegt, aber... Der wird bestimmt nicht mehr als eine Tonne wiegen. Mit Sicherheit da drunter. Und so ein Bentley wiegt mal eben 2,5 Tonnen oder so. Hoppala. Ja, genau in die Polizei reingerannt. Und wir sind Erster. Das soll auch so bleiben. Mann, die Karre ist aber jetzt auch echt schnell. Oh, wir sind schon in der zweiten Runde. Boah, der hat tatsächlich jetzt ein besseres Handling. Alter. Okay, der hat eine höhere Endgeschwindigkeit, aber... Ich glaube, in dem Lexus haben wir hier schon ganz gute Chancen mit dem Auto. Hoppala, hoppala, hoppala. Da die Strecke ja auch immer aus vielen Kurven besteht. Und der fährt trotzdem 270 hier locker. Ja,
Und wir können hier mal eben so um die Kurve fahren. Das können die anderen nicht. Nee, die kommen in den Kurven, kommen sie kaum hinterher. Oh, Alter, wo kommt der denn her? Aber tatsächlich stabilisiert er sich ganz gut wieder. Oh, jetzt sind wir zurückgefallen, verdammt. Windschatten, 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 komm. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Nein! Ey, haben uns nicht weg da. Ach, der ist ja unten lang gefahren, ne? Okay, perfekt. In den Kurven da ziehen wir den anderen wieder ab. Und das ist das Ziel. Komm. Oh, jetzt würde ich gerne nicht reinsetzen, aber wir haben es nicht. Jawohl! Rennreifen und ein Leichtbauchassis haben wir jetzt. Leichtbauchassis für das Auto, das ist natürlich geil. Uah, da kommt der Audi. Perfekt, verbesserte Kontrolle und Beschleunigung. Okay, die Sachen können wir ja während der Fahrt... Hallo? Ich finde das immer blöd, dass die Sachen erstmal... Fahr jetzt da durch. Boah, dass das immer alles weg sein muss erstmal, ey. Die ganzen Anzeigen verschwinden immer kurz nach dem Rennen. Das finde ich nur blöd gemacht. So wissen wir immer nicht, ob wir noch verfolgt werden oder nicht. Rennreifen, das ist ja schon mal sehr gut. Ein Leichtbau. Ach, hatten wir das schon? Ne, das hatten wir glaube ich noch nicht. Reiche 60 Sekunden. Robustheit geht natürlich wahnsinnig runter. Aber Steuerung und so geht noch höher. Also ich glaube, das machen wir erstmal für das... Wir wollen ja das verdammte Nitro wollen wir ja haben. Aston Martin? DB5, achso, ja. Den müssen wir ja erstmal kaufen, oder wie war das? Ich möchte aber Nitro haben, immer noch. Wo gibt's denn hier Nitro noch? Da gibt's Nitro für. Turbulenz. Wollen wir das nochmal versuchen? Komm, wir versuchen das nochmal. Wenn das nicht klappt, dann würde ich sagen, dann versuchen wir danach einfach nochmal gegen den Lexus zu fahren. Diesmal haben wir ja hoffentlich ein geeignetes Auto. Oh, da war die Polizei. Okay, ein paar Sachen hier kaputt fahren, egal. Das interessiert die nicht. Alter. Da geht's links. Oh, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir jetzt ein Geisterfahrer, glaube ich. Oh ja, hier ist tatsächlich eine Einbahnstraße. Oh, und da müssen wir abfahren eigentlich. Oh Mann. Ach so, ja, ich kann ja auch eigentlich die Handbremse ziehen, um zu wenden, aber... Nun gut. Cool, das Navi, das leidet einfach wirklich geil, ey. Jetzt hier rum. Aber wir wollen natürlich auf der richtigen Straßenseite jetzt weiterfahren. Das wird langsam ein bisschen auffällig. Auch wenn die Polizei bei den letzten Malen ja nichts gesagt hat, aber... Oder gemacht hat. Oh. Ja, wir wollen auf der richtigen Seite fahren. Gut. Gut, dass wir dabei geblieben sind. Jo. Dann fahren wir nochmal bei der Turbulenz mit. Wir wollen ja dieses Energieschub-Nitro haben und das ist das einzige Rennen, wo wir das kriegen können. Und das wollen wir auch nicht mehr sehen. Die Vorschauen, die kennen wir ja alle zu gut. Okay, jetzt haben wir Rennreifen, jetzt kommen wir noch besser um die Kurven. Natürlich ist der Topspeed bei dem Auto immer ein bisschen... Das ist das einzige Problem bei diesen Autos. Die haben ja meistens einfach nicht die Leistung, die anderen haben. Deswegen Beschleunigung und so ist eigentlich immer besser. Handling ist besser, aber am Topspeed, da mangelt es dann meistens. Obwohl der mittlerweile schon sehr schnell ist und den locker das Wasser reichen kann, wie man sieht. Vor allem, da wir in Kurven auch noch eine sehr hohe Geschwindigkeit drauf haben.
mindestens. Alter. Ja, sauber, wir sind Erster. Und das war aber sehr knapp eben, da hätten wir locker uns mit ausschalten können. Hallo. Okay, wir haben einen Takedown gemacht. Perfekt. So, man muss ja immer die Karte im Auge haben, ey. Aber deine Kurven haben die echt. Oh ja, die Rennreifen merkt man jetzt aber doch schon. Bei den Kurven haben die wirklich keine Chance gegen uns. Langes Getriebe. Pro freigestellt. Cool. Heißt noch mehr Geschwindigkeit. Das ist natürlich geil. Dann machen wir nämlich gleich gegen den Lexus den Leichtbau. Dann haben wir wieder in der Beschleunigung Vorteile. Und mit dem Getriebe haben wir natürlich in der Höchstgeschwindigkeit Vorteile. Ja, oh. Aber das klappt wirklich gut, diese Stabilisierung hier. Nach dem Zusammenprallen mit der Polizei oder so haben wir immer wieder. Haben wir kaum Probleme mit dem Auto, dass das irgendwie stark ausbricht. Da hätte ich glaube ich noch besser um die Kurve fahren können und. Na, die Polizei, die kann uns doch gar nicht so gut hinterherkommen, ey. Ja, wir haben jetzt schon einen deutlichen Abstand ausgefahren. Und da ist wieder eine Straßensperre. Wo wir aber sehr gut durchgekommen sind. Hätte besser klappen können, aber. Oh Mann, ey. Jetzt rast aber mein Herz hier. Nein! Oh nein! Ey, habt ihr das gesehen, ey? Das gibt's doch nicht. Kann ich jetzt direkt nochmal neu starten, oder? Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ey. Mein Güte, ey. Das war wirklich im letzten Moment, ey. Wurde ausgeschaltet, da der das Polizeiauto, oder? Ah, verloren. Hier ist eine Straßensperre, muss ich sagen. Mann, wir sind so knapp am Nitro vorbeigeschlittert, das gibt's echt nicht. Ja, danke. Aber den haben wir ausgeschaltet. Ja, Fahrungsleiter gesunken, perfekt. Wir fahren mal hier rum. Mann, hier ist keine Tankstelle. Nein. Ja. Okay. Oh, wir haben es gleich geschafft. Ja. Oh, das war aber richtig knapp, ey. Das war richtig knapp. Okay, wisst ihr was? Modifikationen. Langes Getriebe Pro. Ah, jetzt ist die Beschleunigung höher gegangen. Okay, ja, cool. Dann können wir nämlich die Karosserie auch drin lassen. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach nochmal gegen den Lexus mit der Karre. Vielleicht geht das ja auch ohne Nitro. Man hätte ja eben gemerkt, da hätte uns Nitro echt weitergeholfen an der Stelle zum Beispiel. Da wir da einfach mal nochmal einen Schub hätten geben können in der Zielphase. Und da ist der einfach an uns vorbeigezogen, ey. Das war schon wieder so ein knappes Ding. Yeah! Geil. Hä? Ist die Schiene auf einmal zu Ende gewesen, oder? Okay, na gut. Da war wahrscheinlich der Endbahnhof. Okay, jetzt haben wir eine gute Beschleunigung und eine gute Höchstgeschwindigkeit. Das sind ja schon gute Voraussetzungen auf jeden Fall für das Rennen. Und ich glaube, da waren viele Kurven. Wir müssen da hinten rum. Ja, da hätte man auch nicht irgendwie rüberspringen können oder so, ne? Ich hab gerade gesehen, da war eben eine grüne Markierung, ging ja einmal so komplett rum. Also wir fahren hier quasi voll den Umweg. Luftlinie wäre da deutlich kürzer gewesen an der Stelle. Na gut. Oh, hoppala. Oh, da kommt er ganz schön schlittern hier auf dem Sand. Oder
Kies oder was auch immer. Oh, hoppala. Ah, wir sind schon wieder auf der falschen Straßenseite. Und da sind wieder Cops. Wollen wir uns mal ein bisschen ruhig verhalten. Unauffällig.